In diesem Video werden Themen und Fragestellungen zum Bereich der psychischen Störungen besprochen. Die Abgrenzung von normalen und abnormalen Verhalten ist meistens unscharf bzw. ungenau, da diese nur schwierig vorzunehmen ist. Wie oft muss beispielsweise eine Person überprüfen, ob der eigene E-Herd eingeschaltet ist, dass man davon ausgehen muss, dass dieses Verhalten nicht mehr normal ist. Es gibt kein objektives Testverfahren, um festzustellen, ob ein abweichendes Verhalten vorliegt, da dessen Bewertung sich immer auch auf Normen bezieht, die kulturell beeinflusst werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von kulturellen Normen, da jede Gesellschaft bestimmte Regeln und Normen hat, die sich wiederum im Laufe der Zeit durch voneinander abweichende Sichtweisen der Menschen verändern können. Beispielsweise wie Männer mit Ohrringen und langen Haaren aufgrund ihres Aussehens beurteilt werden. Um eine möglichst objektive Vorgehensweise sicherzustellen, beziehen sich Psychologinnen und Psychologen auf statistische Normen, die sich auf den Durchschnitt einer Bevölkerung beziehen, beispielsweise in Bezug auf Gewicht, Größe, Intelligenz und Glücksgefühle. Der Begriff Abnorm bezieht sich dementsprechend auf seltenes Verhalten und außerordentliche Eigenschaften. Es ist aus psychologischer Sicht wichtig, sich mit dem abweichenden Verhalten zu beschäftigen, da fehlangepasstes Erleben und Verhalten eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens des Einzelnen und der sozialen Gruppe bewirken können. Diese Minderung des Wohlergehens zeigt sich beispielsweise einerseits in der Angst des Einzelnen vor großen Menschenversammlungen und andererseits in den Folgen, die die Gruppe bei Gewaltausbrüchen eines Individuums erleiden muss. Das Ausmaß des persönlichen Leidensdrucks aufgrund abnormalen Erlebens und Verhaltens hängt vom subjektiven Erleben ab, beispielsweise Gefühle wie Angst, Burnout, Depression, Erregtheit und Erfahrungen von Schlaflosigkeit und Appetitverlust. Was ist Normalität? Es ist schwer festzulegen, was normal ist. So ist es beispielsweise problematisch, normal mit emotionalem Wohlbefinden gleichzusetzen, da die damit verbundenen positiven Gefühle ja auch bei Mörderinnen und Mördern bei deren Taten vorhanden sein könnten. Dennoch nennen Psychologinnen und Psychologen unter anderem die folgenden Merkmale angemessenen emotionalen Wohlbefindens. Erstens, angemessene Wahrnehmung der Realität. Die jeweilige Situation wird durch das Individuum realistisch interpretiert und die eigenen Fähigkeiten, das Potenzial, wird weder über- noch unterschätzt. Zweitens, bewusste Steuerung des eigenen Verhaltens. Entscheidungen des Individuums erfolgen nicht oder kaum unkontrolliert. Impulsive Reaktionen können weitgehend selber kontrolliert werden. Drittens, Selbstachtung und Selbstakzeptanz. Das Individuum hat ein positives Selbstbild und dementsprechend kaum bis keine Minderwertigkeitsgedanken. Viertens, Aufbau emotionaler Beziehungen. Das Individuum kann beispielsweise eine enge und für beide Partner befriedigende Beziehung eingehen und aufrechterhalten. Dieser Mensch ist beziehungsfähig. Fünftens, Produktivität. Das Individuum hat eine Neigung, etwas leisten zu wollen. Es ist kein Zwang oder Motivation von außen bzw. anderer Menschen notwendig, damit der jeweilige Mensch etwas bewirken möchte. Wie kann man sogenanntes abweichendes Verhalten beschreiben und beurteilen, um Menschen gegebenenfalls helfen zu können? Abnormes Verhalten kann einerseits akut und von vorübergehender Dauer sein. Derartiges, nur kurz gezeigtes Verhalten kann Ereignisse auslösen, die als sehr belastend vom Individuum empfunden werden. Andererseits kann das ungewöhnliche Verhalten unter Umständen auch chronisch sein und lebenslang gezeigt werden. Verhalten und Erleben wird von Psychologinnen und Psychologen durch Zuordnung beobachteter einzelner Störungen zu bestimmten Krankheiten in normal und abweichend unterteilt, um eine Hilfestellung für Diagnose- und Therapieentscheidungen geben zu können.
Schon seit geraumer Zeit beschäftigen sich Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation der UNO, die WHO, und die US-amerikanische Psychiatrische Gesellschaft mit der Zuordnung von psychischen Störungen zu bestimmten von ihnen angenommenen Krankheiten. Beide Organisationen veröffentlichen ihre Annahmen und den Psychologinnen und Psychologen eine Hilfestellung bei der Diagnose von Erkrankungen bieten zu können. So gibt es etwa das Diagnostische Statistische Manual psychischer Störungen, das sogenannte DSM der US-amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft. Und es gibt auch das internationale Klassifikationssystem ICD der Weltgesundheitsorganisation der UNO, also der WHO. Schon seit längerer Zeit werden psychische Erkrankungen in Neurosen und Psychosen unterteilt. Neurosen. Unter Neurosen versteht man leichtere Erkrankungen, die keinen längeren stationären Krankenhausaufenthalt notwendig machen. Dennoch ist die persönliche Leistungsfähigkeit auch bei Neurosen eingeschränkt, wie im Fall von starker Angst und Traurigkeit. Nun zu Psychosen. Es handelt sich um schwerwiegendere Erkrankungen, die einen längeren Krankenhausaufenthalt notwendig machen. Dies ist dann der Fall, wenn Anforderungen des täglichen Lebens vom Individuum, also vom einzelnen Menschen, nur schwer erfüllt werden können, wie beispielsweise beim Verlust des Realitätsbezugs. Im Zusammenhang mit dem Versuch, psychische Störungen zu diagnostizieren, diverse Erkrankungen zuzuordnen und den Schweregrad festzulegen, muss darauf verwiesen werden, dass eine diesbezügliche Festlegung kulturabhängig sein kann. Es gilt in manchen Kulturen ein bestimmtes Verhalten als Störung, während dies in anderen Gesellschaften als normal betrachtet wird oder gänzlich unbekannt ist. So beispielsweise die sogenannte Geisterkrankheit, deren Existenz von manchen amerikanischen Indianervölkern angenommen wird. Symptome der Geisterkrankheit sind Albträume, Bedrohungsgefühle, Schwindel, Ohnmachtsgefühle, Erstickungsgefühle und Appetitverlust. Welche Ursachen für psychische Störungen können angeführt werden? Aus heutiger Sicht kann keine Theorie eine umfassende und beweisbare Erklärung aller psychischer Erkrankungen bieten. Hier folgt eine unvollständige Liste von Erklärungen psychischer Störungen durch diverse psychologische Ansätze. Da wäre einmal der biologische Ansatz. Mögliche Ursachen sind beispielsweise in genetischen Unregelmäßigkeiten und in Störungen des Gehirns zu suchen. Dann wäre der psychoanalytische Ansatz. Der Mensch vermag es unter anderem nur unzureichend, unbewusste Konflikte und Triebe zu bewältigen. Dann der behavioristische Ansatz. Unangemessenes Verhalten wird vom Menschen erlernt, da dieses von der Umwelt durch zum Beispiel Belohnungen verstärkt wird und deshalb öfter gezeigt wird. Nun zum Anfälligkeitsstressmodell. Der Ausbruch einer Störung erfolgt in einer Situation, die das Individuum als besonders stressig empfindet. Voraussetzung für das tatsächliche Ausbrechen der Störung ist eine diesbezügliche grundlegende Anfälligkeit, also personale Disposition. Die Wechselwirkung zwischen der Situation mit den belastenden Umweltbedingungen, der biologischen Ebene mit Genen und der psychischen Ebene mit dem Erleben von Stress gilt in dieser Theorie als Ursache der Störung.